ne? Hyperball. Großartig. Passt. Yep. Was hast du? KP an die Verteidigung. Yeah. Ja. Yeah. Bitte so schnell wie möglich zurück. Oh, critical sogar. Was ist selten? Ah, markiert, entwickeln. 98er Mantax ist gespawnt. Level 27. Auch ein Häuschen. Nein, nein, schau nicht auf die Map. Alter, was geht ab, Leute? Hung hier. Ihr habt es gerade gesehen: 100% Pummeluft gefangen. Und in letzter Zeit auch ein paar Sachen. Was war das? Endivir, Tentacha. In den letzten paar Videos. Und seitdem gab es wieder echt eine Menge Fragen über Map, Scan, IVs. Woher wisst ihr, dass 100% Vulcano da war? Woher wusstet ihr, dass 100% Endivir da ist? Dies, das. Und ich habe eigentlich schon mehrere Videos über Maps gemacht. Vor allem über die Map, die ich benutze. Werde ich unten nochmal verlinken. Aber ich weiß seitdem, gestern kam das Video für mich eigentlich heute. Also ich drehe hier jetzt mehrere Videos gleichzeitig fürs Wochenende. Aber es kam das Video, wo ich 10.000 Abos geknackt habe. Erstmal nochmal danke dafür. Und seitdem ich das letzte Video über die Map gemacht habe, sind halt echt eine Menge neue Leute dazugekommen. Dementsprechend heute mal wieder ein Video zu der Map. Zu Maps allgemein und dann zu meiner Map und dann zu IVs und zu Prag. Weil Prag fahren wir hauptsächlich hin, weil wir dort nur die 100% jagen wollen. Vom Event. Wie zum Beispiel Lavita, Janera, Voltilam. Was weiß ich, und was uns da noch zwischen die Finger kommt. Auf jeden Fall, wo fange ich an? Meine Map. Was benutze ich für eine Map? Pokemap Muck. Das Muck steht für München. Viele fragen, wieso funktioniert das nicht in deren Stadt? Muck, München, nur bei mir, nur in München. Und da auch nicht das ganze Gebiet, weil Maps momentan ein bisschen geschwächt sind. Manche Maps laufen besser, manche schlechter. Ausgehend davon, wie gut euer Map-Betreiber ist. Unser Map-Betreiber ist der krasseste, den es gibt, der Philipp. Dementsprechend läuft die Map relativ stabil. Ab und zu nicht, aber meiste Zeit schon. Und was kann ich dazu noch erklären? Und was sind das für Benachrichtigungen, die ich immer halte? Die gehören zu der Map. Sprich, wenn irgendwas krasses auf der Map auftaucht, ein sogenannter Top-Spawn, dann wird das auf mein Handy geschickt per WhatsApp. Da gibt es eine Gruppe. 5 Euro muss man spenden. Und ich muss eigentlich für diesen Monat auch wieder spenden. Sorry, Philipp, dass ich es vergessen habe. Und dann könnt ihr dort in der Nachricht sehen, der hat zum Beispiel erstmal die Koordinaten in der Nachricht, könnt ihr draufklicken, dann geht es über, wie heißt das, Google Maps, dann könnt ihr direkt dorthin koordinieren. Da ist dann noch die IVs natürlich, Attacken, auch wenn das nicht so relevant ist, und natürlich wie lange der noch da ist, die Spawnzeit und sowas. Also echt sehr praktisch. Und auch das nur für München, das geht Hand in Hand mit der Map. Sprich, wenn ihr für eure Map das haben wollt, müsst ihr euch selber drum kümmern. Dann in Sachen IVs, erstmal für die Leute, die Pokémon Muck nutzen, es werden nicht von allen Pokémon IVs angezeigt. Ja, es werden noch IVs angezeigt, auch ohne die Topstone-Gruppe. Mit der wird man halt echt nur benachrichtigt, außer zum Beispiel so Events wie Purge Night. Das sind dann private Events, wo die nicht auf der Map angezeigt werden. Da muss man dann extra spenden. Wie zum Beispiel jetzt für Prag. Ist relativ spät, weil ich lade das Video hier am Samstag hoch, wahrscheinlich, oder Freitag. Am Freitag, also nicht alt, doch nicht zu spät. Am Freitag lade ich das Video hier hoch, also doch nicht ganz zu spät. Also, falls ihr in Prag seid und scannen wollt, kontaktiert Philipp, spendet ihm 5 Euro und dann kommt ihr in die Gruppe. Für Prag gibt es eine extra WhatsApp-Gruppe und dann kommt dort alle Top-Spawns, 100% Pokémon, 100% Kangama, hoffentlich. Den kann ich echt nicht nochmal entkommen lassen. Und jetzt für die Münchner Map, wie gesagt, es werden nicht alle Pokémon gescannt. Ist relativ schwierig zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erklären soll, weil selbst wenn ich das mache, es wird immer und immer wieder gefragt und die meisten checken es eh nicht. Nur Level 30 Accounts auf der Map. Ich will gar nicht anfangen, das klingt jetzt schon zu kompliziert. Auf jeden Fall, RVs können nicht immer gescannt werden. Früher war das kein Problem, aber das wurde stark eingeschränkt und jetzt sind RVs ein Luxus. Von manchen Pokémon werden immer IVs gescannt, zum Beispiel die meisten Dratinis, aber auch nicht alle, aber Lapras, Relaxo, sowas.
Und was gibt's noch? Ja, irgendwelche richtig, richtig krassen Spawns. Und dann gibt's ab und zu mal andere Pokémon. Wenn die Map wieder mal besser läuft, gibt's mehr IVs. Und bei Purge Night, da gibt's halt von allen IVs. Aber das ist halt echt nur für eine begrenzte Zeit. Ein paar Tage und dann ist wieder alles tot. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt, weil ich habe das Thema schon so oft behandelt. Und egal wie oft ich das erkläre, es wird immer noch gefragt. Also ich hoffe, das war jetzt kurz und knackig und trotzdem ausführlich genug. Und jetzt zu den Alternativen für Leute, die nicht in München wohnen. GoMap. GoMap kann man überall freischalten. Und jetzt fragen sich Leute, hey, ich wohne in diesem Dorf X, Dorf Y. Wieso funktioniert das nicht bei mir? Weil keiner das freigeschaltet hat. Die Gebiete sind nicht umsonst. Der Typ arbeitet nicht umsonst, ist klar. Und wenn ihr ein Gebiet haben wollt, wenn ihr eure Umgebung gescannt haben wollt, dann müsst ihr den kontaktieren und das freischalten. Das kostet Geld. Ich kenne die Preise jetzt nicht auswendig, aber wenn ihr mehrere Leute seid und euch das teilt, dann ist das echt kein Problem, dann ist das echt nicht viel. Und dann wird das freigeschaltet und dann könnt ihr so wie ich coole Pokémon sehen und dann jagen. Aber auch das, alles ohne IV. GoMap läuft komplett ohne IV. Abgesehen jetzt, wie zum Beispiel Oberhausen war das erste Mal, wo er die IVs freigeschaltet hat. Und das war ein richtig krasser Erfolg. Und für Prag wird das auch machen und für andere Events. Ich habe gehört, dass er das jetzt langsam anbietet als Spezialangebot, dass er auch IVs scannt in einem gewissen Gebiet. Aber da müsst ihr euch mit dem GoMap-Betreiber in Kontakt setzen. Aber wie gesagt, IVs sind jetzt ein Luxus und das kostet alles extra, kostet mehr, ist mehr Aufwand. Und das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und jetzt zum Beispiel die letzten paar Hunderter, das war halt echt durch die Purge Night in Fürstenfeldbruck war das eine Ausnahme, aber auch für mich sind jetzt Hunderter echt selten geworden. Wir veranstalten ab und zu mal Purge Night, wie zum Beispiel jetzt für Halloween. Wird es demnächst wieder eine geben und dann wird es wieder abgehen, aber sonst so im Alltag, 100% Pokémon sind echt sehr, sehr selten geworden und sind auf jeden Fall kein Standard mehr. So, noch eine kurze Anmerkung. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich das hier hinzufügen werde, aber ich rede gerne über Maps. Ich gebe schon immer offen und ehrlich zu, was für Maps ich benutze. Ich denke, das ist auch ein Grund, wieso mich so viele Leute mögen und mir zuschauen. Weil ich halt echt authentisch bin und einfach einer von denen bin, die ein bisschen ein paar coole Spawns abgreifen. Mich juckt der Hate so gar nicht, was Maps betrifft. Und ich finde es auch echt schade, dass ich eigentlich der Einzige bin, der mir so einfällt, der überhaupt zugibt und echt offen und ehrlich über Maps redet. Und zugibt, dass er die nutzt und ich gebe nicht nur zu, dass ich die nutze, ich werbe die auch aktiv und unterstütze die. Ich finde, das ist echt ein wichtiger Teil des Spiels und ohne die Map hätte ich bereits aufgehört, sage ich offen und ehrlich so. Vor allem, wann war das? So ungefähr November, Dezember, wo das Spiel echt tot war nach den Events. Das war echt eine Trockenperiode, wo nichts los war, bevor Gen 2 kam. Und da hat die Map das Spiel auf jeden Fall am Leben gehalten. Wir wissen alle, dass so wie Niantic die Spawns verteilt und so wie die Map, also nicht die Map, ihr eigenes Ingame-Tracker-System aufgebaut haben, das auf jeden Fall sehr suboptimal ist und eigentlich sehr schlecht und jeder wie er will. Ich nutze auf jeden Fall gerne Maps, unterstütze die und zurück zum Video. Aber das war's hoffentlich, also kurz nochmal zusammengefasst. Was für eine Map benutze ich? Pokémap Mug funktioniert nur in München. Was sind das für WhatsApp-Benachrichtigungen? Die gehören zu der Map. Wenn ihr eigene haben wollt, dann müsst ihr euch mit eurem GoMap-Betreiber, also nicht GoMap-Betreiber, mit eurem Map-Betreiber in Verbindung setzen. Und der verknüpft dann die Map mit dem WhatsApp-Chat. Ansonsten, falls ihr nicht in München wohnt und eine Map haben wollt, GoMap. Muss man freischalten, muss man Geld spenden, damit die Gebiete freigeschaltet werden. WhatsApp-Chat für GoMap weiß ich nicht. IVs für GoMap in Bearbeitung, manche Gebiete ja. Für Events auf jeden Fall bisher. Auch für Prag. Für Prag aber auch von Philipp gescannte IVs mit WhatsApp-Chat, was halt sehr, sehr praktisch ist. Also falls ihr das auch noch haben wollt, dann setzt euch mit Philipp in Kontakt. Link ist unten in der Beschreibung. 5 Euro wird das wahrscheinlich kosten und dann kommt ihr in den Chat. Und dann könnt ihr in Prag loslegen, so wie wir. Und ansonsten, wie meine Map funktioniert, also die Pokémap Mug, verlinke ich auch nochmal unten, falls ihr das wissen wollt. Ansonsten, hoffentlich war es das, glaube ich. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich nicht beantwortet habe gehabt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Viel Spaß beim Scannen. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.